Guten Morgen oder guten Mittag, guten Abend, wo auch immer ihr euch gerade befindet. Wir haben Fastnachtsdienstag und ich habe mich gerade mal in die Wohnmobilgarage zurückgezogen, um eigentlich ein bisschen was fürs Wohnmobil zu packen. Aber ihr kennt es bestimmt, wenn ihr arbeiten geht, ist schönster Sonnenschein. Und wenn ihr die Woche frei habt, habt ihr Regen und Sturm, oder? Kennt ihr das auch? Genau, ich bin mir sicher, ihr kennt es auch. Das ist eine wahre Freude. Das Schöne an der Woche ist, dass Caro, außer heute am Fastnachtsdienstag, deshalb kann ich auch mal kurz die Aufnahme machen, arbeiten muss und ich habe die Woche frei und habe die drei Kinder. So, und bei Regen könnt ihr euch vorstellen, was es für ein Spaß ist, die ganze Zeit in der Bude zu hocken und eigentlich sind wir ja am Renovieren. Da kommt man richtig, richtig gut in Laune. Deswegen habe ich gedacht, Mensch, am Freitag habe ich noch einen Termin in Walldüren bei Goldschmidt und dann, dann verbinde ich das irgendwie mit einer Runde durch den Odenwald fahren, Kinder einpacken, vielleicht finden wir irgendwo einen schönen Spielplatz, gehen vielleicht noch in die Tropfsteinhöhle. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es auch noch überhaupt nicht geplant, wie wir es machen, wann wir losfahren, wo wir übernachten. Auf jeden Fall, wenn wir es machen, muss ich ein bisschen das Wohnmobil vorbereiten. Deshalb habe ich mich hier auch mal kurz zurückgezogen. Jetzt geht auch noch die Garage auf. Jetzt wird es noch gelter wieder und nasser da draußen. Hier drin. Mal gucken. Habt ihr das gehört? Oder hört ihr es? Es hat jetzt noch doller angefangen zu regnen. Jetzt habe ich es gerade bis ins Wohnmobil geschafft. Wollte ein bisschen aufräumen und einräumen. Ich habe gedacht, ich mache vielleicht mal auch ein Video, was nehmen wir alles mit, was brauchen wir alles auch für so einen Kurztrip. Vielleicht mache ich es auch noch, aber bei dem Regen habe ich nicht mal Lust zu packen sozusagen. Geschweige denn wegzufahren, weil was bringt es mir, wenn ich mit den drei Kindern wegfahre? Hört man's? Ja. Was bringt's mir, wenn ich mit den drei Kindern wegfahre und dann hocken wir im Wohnmobil? Das ist wunderbar kuschelig. Ich liebe dieses Geräusch. Ich mag die Atmosphäre im Wohnmobil. Aber Papa alleine mit drei Kindern und auf dem Spielplatz zu können und im Wohnmobil zu sitzen und aus dem Fenster zu schauen, ist auch nicht das Dollste, ne? Ich weiß es nicht. Ja, und vor jeder größeren Tour oder kurzen Tour steht einmal ein bisschen sauber machen an. Durchsaugen, Staubwischen, bisschen putzen. Muss einfach sein. Dreckigen Urlaub geht gar nicht. Ja, das war heute eigentlich gar nicht der Plan. Aber das Wohnmobil war so dreckig. Und die Sonne ist gerade so rausgekommen, dass ich dachte, okay, nach dem Winter wenigstens einmal kurz drüber waschen. Ja, und noch so ein Phänomen, von dem ich gern berichte. Jetzt war heute herrlichster Sonnenschein. Ich habe das Wetter genutzt zum Wohnmobil waschen. Und was passiert jetzt in dem Moment, wo ich jetzt zum Ende komme und fast fertig bin? Ihr seht, wie schön es glänzt. Es fängt an zu regnen. Kennt ihr das? Kennt ihr, oder? Wohnmobil waschen, Auto waschen und spätestens am nächsten Tag regnet es. Klasse, oder? Aber gut, gehört halt dazu. Jetzt ist wenigstens mal wieder nach der Winterpause sozusagen sauber. Alle bereit zum Abfahren? Ja! Wohin fahren wir? Odenwald. Jetzt haben wir noch die Finja abgeholt. Die fährt auch mit für zwei Tage in Urlaub, oder? Ja, natürlich. Ja.
Ich habe einen weißen. Angekommen. Ich habe einen weißen und einen. Habt ihr euch schon abgeschnallt? Ja. Ja, ich habe einen schwarzen gesehen und einen nur weißen. Teig. Und wo sind wir angekommen? In Obrigheim am Neckar mit Ausblick und Strand. Ja, wir sind am Wohnmobilstellplatz Obrigheim, direkt am Neckar. Aber da hinten ist auch ein bisschen laut von da. Und die Straße, an der die Autos da oben über die Brücke fahren, hört man auch relativ laut. Ja, ganz interessant. Termine 2019. Hallo. Jeden zweiten Dienstag ab Montag 19 Uhr findet ein lockeres Wohnmobil-Stammtischtreffen für alle aus der Region statt, um sich über Urlaub, Routen oder irgendwas auszutauschen. Finde ich ja lustig, dass es hier sowas gibt. Finde ich schön. Ansonsten einige Sehenswürdigkeiten in der Nähe. Hotel Schloss Neuburg, Heimatmuseum, historische Altstadt Moosbach, Tierpark Schwarzach. Naja, da waren wir ja letztes Mal. Das ist gar nicht so weit weg. Das sind gerade 11 Kilometer von hier. Alles klar. Gut. Jetzt gucken wir, ob wir vielleicht noch was Spielplatzmäßiges für die Kinder hier finden. Hallo. Wo ist ein Spielplatz? Zeig mir den Spielplatz. Wo ist er? Da. Da unten, glaube ich. Ja, aber das ist, glaube ich, privat. Ja, der Stellplatz ist ganz einfach. Ist ja auch kostenlos. Keine Versorgung, keine Entsorgung. Kein Spielplatz in der Nähe. Gibt hier nur so ein vollen Mülleimer und Murphy, komm mal hier rüber, da hinten kommt ein Auto. Und ja, man hat einen schönen Blick hier am Neckar entlang, deshalb sind wir ja hierher. Aber rings außenrum sind halt überall Autos. Also Autos von der Seite, wo wir da gekommen sind, Autos auf der Brücke, Autos hinten an der Hauptstraße, Autos auf der Seite da drüben. Also ja, haut einen jetzt nicht von Hocker. Kommt jetzt nicht auf meine muss ich noch mal hin Liste. Was denn, Maus? Wo ist der Regen hergekommen? Von der Seite da hinten kam der Regen. Da ist auch ganz dunkel da drüben. Da seht ihr es noch. Auf der Seite, da kommt blauer Himmel. Und zwischendrin waren so dunkle Wolken, die da lang gingen. Und jetzt haben wir wieder blauen Himmel da an der Stelle. So, laufen wir mal da hinten lang. Ich habe ja eben die Frau da vorne gefragt, ob hier irgendwie ein Spielplatz in der Nähe ist. Nee, hier in der Nähe gibt es gar nichts, sagt sie. Da vorne ist nur ein Fußballplatz. Aber selbst wenn wir einen Ball hier mitnehmen, Platz nur mit Zustimmung, nicht bespielbar, nicht erlaubt. Also die schöne Rasenfläche dürfen wir nicht betreten. Weil hier ist wenigstens der Rasen ein bisschen schön und grün. Da vorne liegt schon extrem viel Müll rum. Also es ist schade. Das ist überhaupt hier überall im Gebüsch. Auf der Fläche überall liegt Müll rum. Ist nicht so schön. Ja, also zum Spazierengehen ist hier auf jeden Fall schön. Oder? Wenigstens zum Gassi gehen, das ist schön grün und schön am Wasser entlang. Man hat seine Ruhe zum Spazierengehen. Das ist auf jeden Fall gegeben. Murphy, auf, du bist keine Kuh. Der weidet schon wieder hier bei dem schönen langen Gras. Nasses, feuchtes Gras. Also ausblicksmäßig kann man sich hier nicht beschweren. Oder Mathis?
Mathis, was sagst du? Nein. Schön mit dem Sonnenschein? Ja. Aber was fehlt? Der Spielplatz. Der Regen fehlt hoffentlich nicht. Nee, der Spielplatz fehlt. Ja, aber hier kommen ab und zu ein paar Schiffchen vorbei. Und die Sonne ist ja jetzt so schön rausgekommen, obwohl da hinten schon wieder ein paar dunkle Wölklein kommen. Aber so in der Sonne steht man ganz schön hier da. Aber ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob wir nicht doch weiterfahren. Weil hier steht man echt wie am Bahnhof. Also hier fahren die Leute rein und raus. Das ist der Wahnsinn. Ich habe keine Ahnung, was da hinten ist oder ob die alle mit ihrem Hund zum Gassi fahren. Also viel Verkehr ist hier auf jeden Fall. Schauen wir mal, wie wir es heute Nacht machen. Was steht da, Papa? Ich weiß nicht, ich sehe es von hier nicht. Kreidezeit. Okay. Leider nicht. Da, Experiment 5, 2, was guckt ihr? Dino Dana. Und dürft ihr es überhaupt gucken? Ja. Warum? Weil die Rutsche nass war. Und weil ihr lieb wart, ja. Wir haben noch einen kurzen Abstecher zu einem Schnellrestaurant gemacht. Deshalb sind wir auch gar nicht mehr in Obrigheim, sondern sind über Moosbach gefahren und sind jetzt in Walldürn. Und es hat so doll angefangen zu regnen, dass wir gesagt haben, okay, gehen wir noch irgendwo schnell was essen und fahren noch schnell hierher, weil wir morgen früh den Termin haben. Und dann passt es alles. Also für heute sage ich gute Nacht, macht's gut, bis morgen.